Klimaschutz, Herausforderung und Chance für die Europäische Union. Eine enge, grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Umsetzung des Pariser Abkommens in Europa. Das Bundesumweltministerium fördert über die Europäische Klimaschutzinitiative EUKI Projekte, die dazu beitragen, dass Europa beim Klimaschutz noch enger zusammenwächst. Die Initiative verfolgt mehrere Ziele. Sie unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Kommunen, Zivilgesellschaft und Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen. Sie fördert den Dialog, den Aufbau von Kapazitäten und die Verbreitung guter Praktiken zur Minderung von Treibhausgasemissionen. Und sie bildet Brücken zu EU-Förderprogrammen für die Entwicklung weiterer Klimaschutzprojekte. Energie, Gebäude, Mobilität, Klimapolitik, Landwirtschaft, Boden und Wald, aber auch Bewusstseinsbildung, klimafreundliche Finanzierung und der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft in Kommunen. Die EUKI ist in vielen Sektoren aktiv. In der Tschechischen Republik, Bulgarien, Deutschland, Griechenland und Ungarn entwickeln die Teilnehmenden von Young Energy Europe Strategien, um junge Menschen zu ermutigen, Energiescouts zu werden und auf eine emissionsarme Industrie hinzuarbeiten. V rámci kurzu zpracovávají účastníci projekt na úsporu energie ve své firmě a pomohou tak snížit náklady na spotřebu energie a tím i dopady na životní prostředí. We got a good opportunity to attend the Young Energy Europe course because it's always good to meet new people in our age. We can get their ideas how to spare the energy. So we decided to switch the type of lights to the LED lights, which are less energy consuming. And we can reduce the energy consumption for lightning 8 times. In Griechenland, Polen, Deutschland und Bulgarien arbeiten Kommunen und Organisationen an einer Herausforderung, der sich mehrere EU-Mitgliedstaaten stellen müssen: der Ausstieg aus der Kohleenergie. Ein wesentlicher Schritt zur Entwicklung einer treibhausgasneutralen Wirtschaft. Aber wie können wir die Wirtschaft auf faire Weise transformieren in Regionen, die derzeit von der Kohleförderung abhängig sind? In order to look at what the regions could do, you have to look at the potential. So they're very different according to the regions. So we try to gather everybody relevant at the same table. And then you also have to look at how others have done it. So we were last winter in the Ruhr area in Germany with mayors from Bulgaria, mayors from Greece, and we showed them how the transition was made there so that everybody in their country can take the lessons learned which are relevant for them. Mobilität ist ebenfalls eine zentrale Herausforderung für Europa. Deshalb entwickeln die Initiatoren des Cycle Urban Projekts neue Konzepte für Städte. Auf nationaler wie auch auf lokaler Ebene wollen sie erreichen, dass Radfahren zu einem zentralen Element in der Stadtplanung wird, wie in Tartu in Estland. Loomulikult tehti planeerimist varasemalt teistmoodi, lähtudes eelkõige siis autode huvidest, aga tänapäeval on see teistmoodi, sest inimesed soovivad liikuda vabalt ja saada ka jala ja jalgrattaga igale poole ligi. Siis oleme teinud viimastel aastatel palju tööd ja kahekordistanud oma jalgratta võrgustiku. Seit 2017 hat die EUKI mehr als 60 Projekte unterstützt. Über 140 Organisationen aus 24 EU-Mitgliedstaaten sind bereits Teil unserer EUKI-Community und tragen dazu bei, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Wann werden Sie Teil der EUKI? Machen Sie mit bei unserer Initiative und beteiligen Sie sich an den EUKI-Ausschreibungsverfahren oder an unserem nächsten EU-weiten Ideenwettbewerb.